Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu New Style Boutique 2. So, wir wollen direkt ein paar Kunden bearbeiten, sozusagen. Oh, Shiva, das ist doch Ihre Boutique, oder? Mir war gar nicht klar, dass sie hier in dieser Straße ist. Ich bin hier eigentlich nur zufällig vorbeigekommen. Eigentlich wollte ich gar nicht shoppen gehen, aber dann habe ich so viele gut gekleidete Leute hier gesehen. Einige von ihnen kamen aus diesem Geschäft, also wollte ich mal einen Blick hineinwerfen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so cool sein würde. Jetzt, wo ich schon mal hier bin, sollte ich doch auch etwas kaufen, oder? Können Sie mir eine Hose aussuchen, die einfach nur cool ist? Na klar. Der haben wir doch auch blaue Haare gemacht. So, wir brauchen eine coole Hose. So. Na guck mal, 180 Euro würde sie dafür ausgeben. Also will ich ihr das teuerste geben, was wir haben. Das wäre anscheinend diese hier. Bitteschön, trag mal was Kurzes, Mädel. Sehr schön, ich glaube, es gefällt ihr. Oh, ich wünschte, ich krieg noch mal so einen, wo ich ein ganzes Outfit machen kann. Das ist nämlich richtig cool. Also ich finde das richtig cool, wenn wir ein ganzes Outfit wirklich machen können. Jetzt hat, glaube ich, gerade mein Stuhl geknackt oder so. Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich bricht der gleich zusammen. Nein, tut er nicht. Vielleicht war das auch der Schreibtisch. Oh, hier sind zwei, die suchen doch wieder irgendwas. Huhu, lange nicht gesehen, wie die Zeit vergeht. Also, was machen wir hier? Wie bitte? Na, du weißt schon, ich suche eine Tasche. Alles klar, eine Tasche. Ich möchte eine braune, wenn es möglich wäre. Da sieht man den Schmutz nicht so leicht. Okay, eine braune Tasche und sie gibt sogar 250 Ocken dafür aus. Braun, braun, braun. So, da haben wir gerade mal eine. Na super. Echt, haben wir nur eine... Eine Tasche? In braun? Die hier ist doch auch leicht braun. Aber es wird anscheinend nicht gezählt. Zeigen Sie mir bitte eine braune Tasche. Aber ich kann es ja mal versuchen. Vielleicht will sie ja wirklich auch diese hier nehmen. Weil ich fände die hier in Ordnung. Ich frage mal mit, wie wäre es damit? Mädchenhaft ist schon schön, aber offen gesprochen suche ich eigentlich etwas anderes. Es trifft noch nicht so ganz meinen Geschmack. Hm, okay. Dann wahrscheinlich doch das hier. Was soll ich denn damit? Genau so eine habe ich doch längst. Und nicht nur das. Ich habe sie wahrscheinlich sogar hier gekauft. Huch, ist es schon so spät? Okay, okay, die konnten wir leider nicht glücklich machen anscheinend. Also, zeigen Sie mir bitte eine braune Tasche. Ja, dann kann ich sie leider nicht glücklich machen. Tut mir leid, dann habe ich nichts für dich. Ich versuche es nochmal mit der. Hm. Okay, das war nichts. Na gut, ich habe keine andere braune Tasche. Es tut mir ja leid. Hallihallo, ich wollte nur mal wieder auf einen Sprung vorbeikommen, lange nicht gesehen. In letzter Zeit bin ich so beschäftigt und bla 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 und was will ich eigentlich hier? Und deswegen labere ich dir jetzt einen zu und sage dann, ich könnte eine neue Hose gebrauchen. Ach, kompliziert mag ich nicht, so was Ungemustertes wäre super. Okay, dann gucken wir mal, ob wir eine ungemusterte Hose haben. Oh, doch haben wir. 39, 29, 98. Perfekt. Das ist es. Genau, die entspricht genau dem, was sie haben möchte. Ha, jetzt haben wir auch jemanden glücklich gemacht, Mensch. Ich frage mich, ob der neue Laden schon auf ist. Aber ich will erst noch ein bisschen Geld verdienen. Also so 2000 will ich Minimum haben. Dann können wir ja wieder shoppen gehen. Und dann sollten wir vielleicht nochmal nach Taschen gucken. Vielleicht kriegt man ja irgendwo stinknormale braune Taschen. Wahrscheinlich im Basic-Laden. So, hallo, was gibt's Neues? Haben Sie Haarreifen? Ich mag Haarreifen, die wie Hasendorn aussehen. Sie nicht auch? Hasen sind meine Lieblingstiere. Wäre schön, wenn ich etwas tragen könnte, womit ich mehr wie ein Hase aussehe. Ach ja, und es sollte bitte ein Punktmuster drauf haben. Okay, ich glaube, gepunktete Haarreifen habe ich noch. Hier. Bitteschön.
Der war so billig. Oh Mann, das tut einem echt weh, wenn man sowas dann für 8 Euro verkaufen muss und die echt nichts anderes wollen. Dadurch verdiene ich doch kaum was. Ihr sollt mehr ausgeben hier. Ich brauche mehr Geld. Ich will die 2000 noch zusammenkriegen und möchte noch shoppen gehen. Ja. Tüdelü. Aber eine lustige Hose hat sie an, oder? Muss ich schon sagen. So, hier. Du willst jetzt was kaufen. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Aus irgendeinem Grund scheinen die Leute zu denken, dass ich eine wirklich aufgeschlossene Person bin. Aha. Dementsprechend hätte ich gerne ein Outfit, das meine freundliche und offene Ausstrahlung betont. Dann kann ich vielleicht noch viel mehr Leuten helfen. Ein mädchenhaftes Outfit wäre da wohl am besten. Hui, endlich haben wir wieder jemanden, der etwas Schönes möchte und die möchte sogar ein mädchenhaftes Outfit. Mädchenhaft. Da haben wir auf jeden Fall genug. Denke ich. So. Vielleicht sollten wir ihr einfach ein Kleid geben. Das Kleid kostet 108. Moment mal. Habe ich nicht gesagt mädchenhafte Artikel? Doch. Aber wieso packt er mir denn dann da welche rein von Ace USA? Das ist ja nicht... Na gut, wie auch immer. Okay, nee, ich gebe ihr, glaube ich, doch lieber ein komplettes Outfit. Und Moment, ich muss das Kleid wegmachen. Jetzt kommt hier wieder das Cutie zum Einsatz. Oh, das kostet 140. Aber wir wollen ja ein komplettes Outfit machen, ne? Sie kriegt auf jeden Fall einen Rock dazu. Das sieht gut aus. So, jetzt noch Schuhe und Socken. Wir könnten hier so lustige Socken dazu geben. Und dann hier diese hier. Oder wir geben ihr so eine Hose für drunter. Wir gucken erstmal bei Schuhen. Oh, die Schuhe wären cool. Aber da müssen die Strümpfe auf jeden Fall weg. Oder diese Hose hier halt. Dann braucht sie keine Strümpfe. So, dann lieber noch ein paar Accessoires. Hier, die Tasche ist cool. Picknickkorb. Jetzt sind wir aber schon wieder zu teuer. Okay, dann müssen wir die günstigere Variante nehmen. Das sieht auch gut aus. Ach, ich würde ganz gerne mal einmal... Ach, jetzt sind wir wieder zu teuer, ne? Okay, ich glaube, ich gebe ihr doch lieber ein Kleid. Einfach ein Kleid. Dieses hier. Nee. Wartet mal, sie hat da noch was drunter. Ich finde, das sieht so kurz aus. Aber vielleicht meine ich das nur. Ich glaube, ich gebe ihr lieber dieses Kleid. Das passt wahrscheinlich besser zu ihr. So, jetzt sind wir wieder bei 200 Dingensbummens. Nee, ein Schal dazu ist doof, oder? Dann lieber eine Halskette. Die ist aber teuer. Boah, die kostet 248. Ich hoffe, irgendwann kommt einer, der diese Halskette kaufen möchte. Die ist auch zu teuer. Dann noch den Hut. Nein, doch nicht. Vielleicht ein paar Ohrringe. Hier, so ein paar kleine Ohrringe. Und die Kette. So. 285. Was können wir ihr jetzt noch einfach dazugeben? Höchstens was Kleines noch.
Ja, komm, so. Das sieht so kacke aus, aber egal, komm, das ist es. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das wirklich gefällt. Wahrscheinlich eher nicht, ey. Jetzt habe ich sie aber abgezogen, oh Mann. So, anscheinend habe ich Wert auf die richtigen Accessoires gelegt. So, wir kommen der 2000 immer näher. Das ist natürlich super. Vielen Dank, dass du bei mir eingekauft hast. Jetzt hoffe ich, dass noch mindestens einer dabei ist, der diese teure Halskette kaufen möchte. So, was willst du? Ein cooles Outfit. Ich will beweisen, dass der coole Look mir genauso gut steht wie mein üblicher Stil. Aha, sie will auch ein komplettes Outfit haben. Oh, oh, jetzt können wir uns austoben für 600 Ocken. Oh mein Gott. Oh, das wird cool. Oh, das wird richtig gut, Leute. Das wird jetzt richtig gut, ey. Wir werden ihr ein so mega cooles Outfit geben, dass sie nicht mehr weiß, wie ihr geschieht. So. Wir geben ihr aber, glaube ich, eine Hose, oder? Sollen wir ihr einen Rock geben? Wir könnten ihr denselben Rock geben wie ich. Hihihi. Oder ein cooles Kleid. Ne, beim Kleid kann man... Obwohl, da könnte man dann mehr machen mit Accessoires, aber da haben wir gar nicht so viel. Ich glaube, ich gebe ihr lieber den Rock. Das ist eine coole Idee. Das ist auch eine coole Kombi. So, dann kriegt sie hier noch diese komische Leggings darunter. Natürlich noch coole Schuhe. Letzte diese hier. Eigentlich ist es doch egal, was für Schuhe wir geben. Ach, wieso habe ich hier nur den billigen Schrott? Okay, ich muss was anderes. 44. Ich gebe ihr jetzt einfach mal immer das teuerste. Und wir könnten ihr ja noch eine Jacke dann darüber geben. Naja. Immerhin wird es schon mal teurer. So, die Hose ist, glaube ich... Doch, die Hose ist auch teuer, ne? Wir könnten ihr diese Hose geben. Ja, die ist richtig teuer. So. 9,33 Euro, 29. Dann ist die schon mal gut. Wie sieht es mit den Schuhen aus? 197, 115, 126. Dann gebe ich ihr doch lieber hier die hässlichen Grünen. Es sieht so hässlich aus. Jetzt mal ehrlich. Aber wir haben leider keine coolen Accessoires. Das ist das Schlimme daran. Hier gebe ich ihr auch mal das Teure. Ja, hier ist die Brille schon das teuerste. Hier könnten wir noch ein... Wir könnten ja auch das hier geben. Moment. 39. 40. Ja, gut. Sieht alles irgendwie ziemlich kacke aus gerade. Aber das macht ja nichts. Hauptsache, wir kommen immer näher an dieser 600. Ich will die armen Leute total ausnehmen. So, nehmen wir das. Kostet 51,40. Das ist sehr gut. Ja, gut. Ich denke, teurer kriegen wir es nicht mehr hin. Oder? Nee. Die Schuhe hier, die sind schon so mega teuer. Ich denke, besser wird es nicht mehr. Das muss es sein. Hoffentlich gefällt dir das jetzt. Oh mein Gott. Ja, man kann seine Kunden auch verunstalten und die finden es toll. Mir soll es egal sein. Ich kriege 550 Euro dazu. Das heißt, wir können endlich shoppen gehen. Woo. Gott, irgendwann rennen die alle total bescheuert hier durch meine Stadt, ne? Ich hoffe, das ist euch klar. Aber ich gehe halt nach dem Geldprinzip, nicht nach dem, ob das gut aussieht, Prinzip.
So, wo war denn hier? Hier war die Modemesse, dann will ich doch mal gucken. Du bist doch Shiva, oder? Bist du gerade sehr beschäftigt? Ich würde gern mit dir sprechen. Können wir uns in der Kashmir-Arena treffen, wenn du Zeit hast? Das ist das Gebäude mit dem Kuppeldach. Was will er denn nur von uns? Mal gucken, was er möchte. Wir haben einen neuen Ort. Oh, was ist hier? Oh Gott, die beschwert sich bestimmt jetzt. Shiva, was machen Sie hier bei der Modemesse? Ich habe vorhin Coco gesehen, sie ist so cool. Es war so überraschend, jemand derart Berühmten an so einem Ort zu sehen. Ich hatte schon Angst, dass ihr die Sachen, die ich trage, nicht gefallen würden. Na gut, ich sehe sie dann in der Boutique. Okay. Ich möchte mich mehr mit Innenausstattung auseinandersetzen. Nicht nur mit der in meinem Zimmer, sondern mit der von verschiedenen Geschäften. Einige Läden pflegen einen fernöstlichen Look, andere mögen es wiederum rustikal oder im Gothic-Stil. Ich werde auf jeden Fall viele Ideen sammeln und sicherlich etwas finden, das mir gefällt. Hier, Sie können diese Miniaturen haben. Sie werden bestimmt Ihr Zimmer verschönern. Schon wieder ein Ladentisch. Den habe ich aber schon gehabt. Naja. So, was haben wir hier? Hallo Shiva. Arbeiten Sie gerade? Übertreiben Sie es nicht. Sie sind oft wegen Ihrer Arbeit auf der Modemesse, oder Shiva? Sie bestellen dort sicher Klamotten ohne Ende, oder? Die würde ich gerne alle mal ordentlich in Ihrer Boutique ausgestellt sehen. Na gut, ich sehe Sie dann in der Boutique. So, und jetzt gucken wir, was Ricky möchte. Danke, dass du gekommen bist, Shiva. Sollen wir zum Reden reingehen? Hier geht's lang. Ich dachte mir, dass du bestimmt auch das Gebäude anschauen willst. Das ist also die Kashmir-Arena, eine der Hallen, die ich betreibe. Es ist der größte überdachte Veranstaltungsraum für Konzerte und andere Events in der Stadt. Die Shows hier sollen die Stadt bekannt machen. Es sollen richtige Spektakel sein. Aber an vielen Abenden ist die Halle leer. Der Veranstaltungskalender ist einfach nicht ausgefüllt. Also hatte ich die Idee, meine eigenen Show. Diese brillante Idee kam mir letztens bei einem Gespräch mit Momo. Und eigentlich war sogar deine Arbeit in der Boutique die Inspirationsquelle. Ich habe mir gedacht, wir können hier doch eine Modenschau veranstalten. Die Boutique ist quasi ein Wahrzeichen der Stadt. Sie hat so eine lange Geschichte. Als Momos Oma sie noch geführt hat, war die Boutique so beliebt, dass es in der Stadt zur Moderenaissance kam. Aber dieser Aufschwung hat irgendwann nachgelassen. Und ehrlich gesagt war die Stadt seitdem ziemlich langweilig. Das hat sich neuerdings aber geändert. Die Leute sind wieder richtig versessen auf Mode. Fällt dir das auch auf? Ich glaube, der Grund dafür bist du. Jeder, der deine Boutique betritt, kommt mit Leidenschaft für Mode wieder raus und steckt andere damit an. Ja, oder mit einem schrecklichen Outfit. Daher kommt meine Inspiration für die Show. Stell's dir nur mal vor, Shiva. Eine professionelle Modenschau. Eine Bühne und eine riesige, applaudierende Menge. Mhm. Yay! Das ist meine Vision und daran werde ich so lange arbeiten, bis ich sie in die Tat umsetzen kann. Oh wow, sieh dir nur den ganzen Platz an. Findest du das nicht auch wundervoll, Coco?
Momo, schrei doch nicht so. Wir platzen mitten ins Gespräch rein. Momo, Coco? Ach so, das hat er gar nicht mehr gesagt. Ah! Entschuldigung, Ricky. Wir haben euch nur gerade beide hier hereingehen sehen und... Siehst du, ich hab dir doch gleich gesagt, dass die beiden kein Date haben. Wovon redest du bitte? Das habe ich nie gedacht. Wir haben kein... Ach, was soll's. Ich unterhalte mich hier gerade ernsthaft mit Shiva. Shiva, würdest du uns dein Talent für diese Modenschau zur Verfügung stellen? Moment, wie bitte? Davon wusste ich ja noch gar nichts. Ich bin mit Shiva hergekommen, um sie als Stylistin für meine Show anzuwerben. Es wird ein vielfältiges Programm geben, bei dem jede Modenschau ein anderes Thema hat. Und die Stylistin hat für sensationelle Outfits zu sorgen, die zum jeweiligen Thema passen. Das klingt ja total aufregend. Und du bekommst die Gelegenheit, so richtig zu zeigen, was in dir steckt, Shiva. Kann ich dir bei irgendwas helfen, Ricky? Ich könnte Reklame für die Show machen oder so. Darin bin ich gut. Danke für das Angebot, Momo. Aber mach dir keine Gedanken. Solange du und Shiva die Leute weiterhin für Mode interessiert, brauchen wir gar nicht mehr. Einige zufriedene Kunden von Shiva werden bestimmt kommen. Ach, verstehe. Ja, das denke ich auch. Hast du schon deine Models ausgewählt? Nein, noch nicht. Dann nimm doch mich. Du brauchst ein erfahrenes Model. Ich freue mich über deinen Eifer, aber ich dachte eher, dass die Gemeinde wählen könnte. Ich will mich mal in der Stadt umhören. Vielleicht ist ja eine Person bei den Leuten ganz besonders beliebt. Nur eine Person? Du willst mit jemandem hier in der Stadt sprechen? Dafür brauchst du doch was? Monate? Ach so. Oh Gott. Oh Gott, man merkt, dass es schon spät ist, ey. Also dafür brauchst du doch Monate, Ricky. Monate? Hallo, jetzt geht's echt los. Naja, natürlich nicht mit jedem. Und Laura von der Modemesse hilft mir auch. Das sollte schon gehen. Ach so, na gut. Dann geht das ja. Laura läuft immer so schnell, da werdet ihr bestimmt in 0, nichts fertig. Na, wenn das so ist, dann werde ich gleich eine Kampagne starten. Ich möchte als Model ausgewählt werden. Wow, dann viel Glück, Coco. Wenn du es wirst, werde ich dich aus dem Publikum anfeuern. Shiva als Designerin und Coco als Model. Das wird eine ganz besondere Show. Aber wann soll sie denn stattfinden? Sobald alle Tickets dafür verkauft sind. Kein Platz soll leer bleiben. Das fördert die richtige Atmosphäre. Also kommt es darauf an, wie viele zufriedene Kunden Shiva hat. Das spielt eine wichtige Rolle. Wir können genau hier jederzeit die aktuelle Zahl der verkauften Tickets sehen. Viel Glück, Shiva. Du hast unsere vollste Unterstützung. Sobald wir ein Model ausgewählt haben, lasse ich es dich wissen. Mach bis dahin einfach so weiter wie bisher. Dann fügt sich alles. Viel Glück. Oh Gott. Okay. Versuche dich an einem niedlichen, stylischen Outfit. Oh Gott. Okay, meine Lieben, dann würde ich allerdings mal sagen, ich mache an der Stelle erstmal einen Cut. Jetzt ist ja wieder eine ganze Menge passiert. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.